In der Höhe von Antols auf 1600 Metern befindet sich die höchstgelegene Biathlon-Arena des Weltcup-Zirkus. Gestern Abend erst sind die deutschen Frauen angereist, heute das erste Training hier oben. Ein Herantasten an die Strecken und den Schießstand. Eine, die hier zu Hause ist, steht natürlich besonders im Fokus, Dorothea Viera. Zum Glück in Antols scheint immer die Sonne. Natürlich in den letzten zwei Tagen war es ein bisschen windig, aber ich hoffe, auf morgen wird es besser. Auf Windstille hofft auch Laura Dahlmeier, Dritte im Gesamtweltcup. Die sonst so sichere Schützin hadert derzeit mit ihrem Schießen, wünscht sich bei diesem Einzel mal wieder 20 Treffer. Denn jeder Fehler wird mit einer Strafminute geahndet und das würde die Aussichten etwas trüben.